Einer der Hauptunterschiede zwischen Angestellten und selbstständigen Unternehmern ist die Art und Weise, wie sie Entscheidungen treffen. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, was genau der Unterschied ist, damit du selbst den Unterschied machen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur selbst Unternehmer und habe viele Firmen gegründet, sondern begleite als Coach und Berater auch viele Menschen, die selbstständig sind oder sich machen wollen. Und der Hauptunterschied ist, dass viele verhaftet sind in der alten Denkweise, die resultiert aus unserem Schulsystem, wo wir meistens vorbereitet werden auf Prüfungen mit Fragen, die entweder richtig oder falsch ergeben. Und so leben wir in einem künstlichen System, wo wir an Ampeln heranfahren, die entweder rot oder grün sind oder uns anzeigen, dass es gleich rot oder grün wird. Wir leben in Prüfungsfragen, wo wir einen Führerschein machen und dann machen wir unsere Kreuze und die sind richtig oder falsch. Und wir machen Prüfungen, wir machen Einstellungstests und entweder werden genommen oder abgelehnt. Aber was dazwischen gibt, ist ein großer Bereich von Grauzonen. Oder es gibt viele Bereiche, wo es überhaupt gar kein Wissen gibt, um dann in einer Prüfung entscheiden zu können, ob du richtig oder falsch lagst. Nehmen wir einfach mal das Beispiel Nokia. Einst waren sie Marktführer und wenn wir zurückgehen in eine Zeit, dann haben sie den Markt dominiert mit ihren neuen Geräten. Und ich bin mir sicher, dass im Management bestimmt oder im Mitarbeiterteam bestimmt auch eine Person drin war oder mehrere, die den Gedanken hatten, auch zu wechseln zu Smartphones, wo es nur noch eine einzige Bildschirmoberfläche gibt und vielleicht noch ein oder zwei Knöpfe. Tatsache ist aber, dass das Management damals eine falsche Entscheidung getroffen hat und das Unternehmen so die Marktsparte nicht mehr dominieren konnte. Wenn du in solchen Situationen als Führungskraft, als Unternehmer eine Entscheidung triffst, dann kriegst du nicht sofort richtig oder falsch wie beim Führerscheintest, sondern du triffst eine Entscheidung und wartest ab, wie die sich entwickelt in der Zukunft. Und entweder du verlierst deine Marktanteile oder sogar das gesamte Unternehmen oder du gewinnst neue hinzu. Aber das lehrt und zeichnet und bewirkt erst die Zeit. Glücklicherweise gibt es hier eine Methode, ein System. Und das kann ich dir heute vorstellen. Und dieses System basiert auf etwas, was aus der Mathematik entlehnt ist. Das, was sich viele Menschen wünschen und natürlich auch ich mir wünsche, ist in bestimmten kritischen Fragestellungen ein klares Ja oder ein klares Nein. Nur das gibt es meistens nicht, wenn man ein neues Unternehmen gründet. Das gibt es meistens nicht, wenn man ein neues Produkt entwickeln will. Das gibt es meistens nicht, wenn man eine neue Zielgruppe angehen will, eine neue Webseite macht. Fast alle unternehmerischen Entscheidungen sind selten mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten. Ich lade dich ein, in Zukunft nicht mehr in klaren Ja oder Nein zu denken, so wie ein Computer 0 oder 1, sondern mach dir einfach viel mehr Gedanken dazu, wie eine Skala von minus 100 bis plus 100 aussehen könnte. Und sofort hast du 201 Möglichkeit, wie du eine Entscheidung bewerten kannst. Du hast minus 100, du hast plus 100 Zähler und in der Mitte hast du die 0. Und ich lade dich ein, also nicht mehr in Ja oder Nein zu denken, sondern in Zahlen. Und diese Zahlen können beispielsweise eine minus 50 ergeben, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass dieses Vorhaben mit Erfolg gekrönt ist. Oder es kann eine plus 50 sein und dann ist eher wahrscheinlich, dass dein Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird. Das bedeutet also, Unternehmer denkt nicht in schwarz oder weiß oder 0 oder 1, sondern er denkt in Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich also zurück betrachte, wie häufig ich gesagt habe, das wird was und das wurde nichts, oder ich gesagt habe, das wird nichts und das wurde was, dann habe ich gelernt, dass ich meistens falsch lag. Da wird ein Unternehmer erstens sich niemals festlegen und sagen, ganz klar wird das ein Erfolg, sondern er wird sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Die heutigen Tendenzen zeigen, dass es erfolgreich werden kann. Aber diese Wahrscheinlichkeit kann sich auch jeden Tag verschieben. Wie konkret denkt also ein Unternehmer? Er denkt immer in Wahrscheinlichkeiten und in dem Beispiel A siehst du, dass wenn hier beispielsweise 90 Punkte vergeben sind, dass diese Sache sehr wahrscheinlich wird. Im Beispiel B ist es aber in der Mitte, das heißt es hat genau 50 plus oder vielleicht 50 minus Punkte, man sagt also 50-50. Und im Beispiel C gibt es vielleicht minus 90 Punkte und dann kommen wir zum Schluss, das ist eher sehr unwahrscheinlich. Bedeutet das jetzt aber, dass du als selbstständiger Unternehmer oder verantwortliche Führungskraft alle drei Optionen unterlässt? Natürlich nicht. Du weißt ja nicht, ob möglicherweise auch in der Variation C oder in der Variation B große Erfolge von beispielsweise ertragreichen Feldern auf dich warten. Das bedeutet, als Unternehmer geht man natürlich in alle drei Bereiche rein. Nur das Risikomanagement ist ein anderes. Der Einsatz von Ressourcen ist ein anderer. Wenn ich dich also fragen würde, wo du am meisten Zeit und Geld, also Ressourcen einsetzen würdest und auch Teamkraft, dann wirst du wahrscheinlich auch A sagen. Denn hier ist die Aussicht auf Erfolg auch am größten.
Bei der Version B, wo es 50-50 ist, wir nicht sagen, okay, das kann was werden, das kann nichts werden, werde ich natürlich viel weniger Ressourcen einsetzen. Da werde ich ein viel engeres Risikomanagement haben und erstmal testen. Ich werde vielleicht eine Person mit einem Halbtag, ich werde nicht gleich 10.000 Euro an ein Google Ads Budget geben, sondern vielleicht erstmal nur 100 Euro und vorsichtig voranschreiten und testen, ob es mehr in die Richtung Unwahrscheinlichkeit geht oder in die Richtung Wahrscheinlichkeit. Und die dritte Phase, das kennt jedes Startup, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist zu scheitern. Deshalb gibt es auch dort die kleinen Seed-Phasen oder gibt es die Lean-Startup-Phasen, wo man mit so wenig Geld wie möglich, mit so wenig Personaleinsatz wie möglich, mit so wenig Fremdkapital wie möglich überhaupt erstmal testet, ob das Produkt überhaupt funktioniert, ob das Produkt im Markt funktioniert und ob der Kunde funktioniert und bereit ist, auch den Preis zu bezahlen. Otto Normalverbraucher, der normale Mensch, der durch unsere Schulbildung verläuft, würde sagen, das ist ja unwahrscheinlich, das mache ich nicht. Aber dann würden wir vielleicht immer noch bei Kerzen und Petroleumlicht im Zimmer sitzen, weil Edison nicht die 10.000 unwahrscheinlichen Versuche durchgehalten hätte bis zur Erfindung der Glühlampe. Wahrscheinlich würden wir immer noch mit Pferden reiten, hätten kein Auto oder immer noch ein Tastentelefon, wenn nicht Steve Jobs dann den Mut gehabt hätte, es mal mit einem Display zu versuchen. Deshalb lade ich dich ein, umzudenken, dass es so ein klares Ja oder Nein nicht gibt. Selbst bei der roten Ampel bist du zwar gezwungen anzuhalten, aber wenn du im Rückspiegel siehst, dass ein Feuerwehr oder ein Polizeiauto herannaht, dann bist du wiederum angehalten, Platz zu machen. Du wirst über die rote Ampel fahren, rechts ran, damit das Feuerwehrauto freie Fahrt hat. Ganz besonders wird es natürlich wichtig bei Entscheidungen, die in die Zukunft reichen. Und zwar nicht auf heute, nicht nur auf morgen, sondern auf Wochen, Monate, Jahre und Jahrzehnte in die Zukunft. Das macht einen Unterschied, ob du mit 100 Euro Startkapital startest oder mit 100.000 Euro Startkapital. Die Konsequenzen sind wesentlich nachhaltiger und langfristiger. Und es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, nur wer in Kleinem treu ist, wird auch über Großes gesetzt werden. Und das Gleiche empfehle ich dir auch für dein Training mit Entscheidungen. Fang also auch schon bei kleinen Entscheidungen an, in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Wie wahrscheinlich ist die und jene Investition, dass sie auch Frucht und Ergebnis bringt? Wie wahrscheinlich ist, dass deine Sportart auch zu der gewünschten Figur und zum gewünschten Gewicht führt? Wie wahrscheinlich ist, dass dieses oder jedes Programm auch die entsprechende Außenwirkung am Markt, im Internet bewirken wird? Und das Zweite, was du dann brauchst, ist ein System, regelmäßig die aktuelle Wahrscheinlichkeit und ihre Veränderung zur Wahrscheinlichkeitsberechnung in der letzten Woche zu messen. Erst dann kannst du mich feststellen, ob es riskanter wird, wenn sich die Wahrscheinlichkeit immer weiter Richtung, oh, das könnte jetzt daneben gehen, führt, oder wenn du feststellst, es wird immer besser, immer wahrscheinlicher, dass du erfolgreich sein wirst, um dann entsprechend auch Ressourcen nachzugeben, um die Ertragswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Du hast also zwei ganz klare Vorteile mit dieser Wahrscheinlichkeitsberechnung. Erstens traust du dich in Gebiete rein und du kannst dort auch ankommen, wo andere sich gar nicht hintrauen, die immer nur ja, nein, schwarz-weiß denken. Auf der anderen Seite hast du aber auch ein Ressourcenmanagementsystem, ein Risikomanagementsystem, was dir tagesgenau hilft, entweder weiterzumachen, zu verstärken oder anzuhalten, abzubauen und zurückzutreten. Aber mache nicht den gleichen Fehler wie Nokia, die es einmal geschafft haben, mit neuen Wahrscheinlichkeiten zu wechseln vom Leistungsangebot ihrer Produkte mit Gummistiefeln zum ersten Handy, es dann aber verpasst haben, weiterzugehen zum Smartphone. Das bedeutet, ein entdeckter Weg, der einmal funktioniert, der kann aber in der Zukunft auch wieder sich verschließen. Und das ist das Besondere und Spannende als Unternehmer, als Selbstständiger. Alles ist stetig im Wandel. Du weißt zudem nie, ob es funktionieren wird oder nicht funktionieren wird. Aber mit diesem System der Wahrscheinlichkeitsbewertung kannst du in jeder Situation handlungsfähig bleiben und deine begrenzten Ressourcen sinnvoll dort einsetzen, wo der Erfolg am wahrscheinlichsten ist, aber auch die unwahrscheinlichen Wege erkunden. Denn auch ein schmaler Weg kann vielleicht zu einer Goldmine führen. Und wenn du in der Situation, in der du jetzt gerade bist, Hilfe brauchst, also du stehst vor oder in der Gründung oder in der Wachstumsphase oder Skalierungsphase oder willst schließlich auch verkaufen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Wir haben über 30 Berater und Spezialisten und Coaches in unserem Team, die dich gerne begleiten, und zwar bundesweit, weil wir überwiegend auch über Videokonferenzen arbeiten. Gerne kannst du aber auch jetzt unser Video bewerten, gerne unser Video teilen, deinen Kommentar abgeben oder den Kanal abonnieren, wenn du weiterhin gut informiert sein willst. Ich wünsche dir nun viel Erfolg, dass du in all deinen Lebensbereichen nun guckst, in all deinen Unternehmensbereichen guckst, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, die die Zukunft betreffen,
Und in Zukunft weißt du jetzt, dass es darum geht, Wahrscheinlichkeiten zu definieren und nicht die Tür aufzumachen oder nur zuzumachen. Und ich lade dich nur ein, eine Liste zu machen der ganzen Entscheidungen, die du vor dir herschiebst, und heute eine Zahl zu geben von minus 100 bis plus 100 und Wahrscheinlichkeiten festzulegen und danach deinen Tag, dein Geld, dein Team, deine gesamten Ressourcen einzuteilen. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Dein Daniel Schäfer.